Ach du heilige Scheiße. Die großen Reifen waren wohl aus. 600 Tonnen ist klar. Na gut. Fahren wir mal durch die Nacht. Aber wahrscheinlich so viel durch die Nacht wird es gar nicht sein. Wir werden ja wahrscheinlich auf der Fähre fahren. Oder? Ja, werden wir Albo. War richtig. Mal dieses Kurzzeitgedächtnis. Ich habe das Gefühl, dass das eine Schild da falsch ist. Kann durchfahren. Oma, fahr doch einfach. So wie der Bus wartet. Schöner Sonne entgegen. Das war jetzt der Untergang, besser gesagt. Was mit dem Dom, Kirchturm, was auch immer das ist. Fresh Salad, ja. Wenn der genauso fresh ist wie das Schild, dann nein, danke. Sogar ohne die Barriere auf dem drauf. Arbeitgeber, okay. Nehme ich. So, hoffentlich diesmal ohne Ampel oder Geschwindigkeitsverstoß. Okay, der bremst überraschenderweise besser, als ich jetzt erwartet habe. Richtig hart in Eisen. Auf. Was denn? Auf die E45 oder die E39 oder beide? Oder wird die E39 zu E45 oder wird die E45 zu E39? Fragen über Fragen.
Fakt ist, je öfter es regnet, desto schöner wird das. Also von mir aus kann es noch ein bisschen öfter regnen. Schon wieder kein Retarder. Sehr überraschend. Meistens haben wir noch einen Retarder drin. Also ja, selten, dass man keinen drin hat. Vor allem die Weg heute meistens einfach so ist der High Dings da. Den wir gerade fahren. Gut, einen Ala jetzt noch zu überholen macht nicht wirklich viel Sinn. Wenn wir endlich wieder raus müssen. Nach isländischer Tradition. Schade, dass wir nicht nach Island fahren können. Das ist ja nicht die Promos. Dann kehren wir erstmal der Sonne den Rücken zu. Scheint. Okay. Nach Frederikshavn. Oh, der dänische Kurier fährt vor uns. Vermute jetzt einfach mal, dass es TK da versteht. Oh, die dänische Post, wie auch immer. Aber schön mit dem Neo Skyline, mit dem Bus, der hier rumfährt. Das hat er schon gut gemacht, Jazzy Cat. Mit seinen ganzen Mods. Ja, wahrscheinlich war es noch eine E39, die zur E45 wurde. Auch wenn es andersrum vielleicht für mich mehr Sinn macht, weil die E45 vor der E39 rannt. Und die E39 ja sowieso nicht umrahmt war, sondern eher, also nicht eher umstrichelt umrahmt war. Sonne ist verschwunden und deswegen legen wir uns doch gleich für 3 Stunden hin, damit wir die Sonne wahrscheinlich im Aufgehen zugucken können. Oder zumindest dann ausliefern, wenn sie wieder rauskommt. Ja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Weil das ohne Strafe vor den Schatten bekommen. Yeah.
Wir fahren nach Ullawat, das heißt, wir fahren nach Göteborg. Und kommen dort gegen Mitternacht an. Oh, so nach Mitternacht. Halb eins dürfte es gleich sein. Oder sogar eins, wie auch immer. Mit dem Motor oder der andere fährt nicht besser. Habe ich gehört. Wir fahren wieder ein bisschen mehr Landstraße, wo wir von 70 auf 80, auf 70, auf 50, auf 70, auf 80, auf 50 gesetzt werden. Aber das sind wir mittlerweile gewohnt von Schweden. Vor allem von den Landstraßen. E6 und E20 oder wie oder wo damit? Nur noch unbekannt. Mal aus Angst gebremst wird, weil ein LKW mit Doppelschwelle angerauscht kommt. Gut zu wissen, okay, wir haben offenbar doch einen Retard im Iveco Highway. Hab mich schon gewundert. Aber nichtsdestotrotz ist es in Schweden oder in Skandinavien allgemein auch immer schön zu fahren. Aber ich freue mich trotzdem, auch wenn man hier so schön fahren kann, trotzdem freue ich mich auf Russland. Russland ist ja schon ein bisschen, okay, die E6 und die E20. Die Frage ist, geht die E6 nach Jönköping und die E20 nach, was war das noch, Örebro? Auf jeden Fall müssen wir gleich links rüber. Also Oslo und Göteborg war das.
Göteborg-Stadt. Göteborg war schon Götebergs. Da bin ich gerade ganz blöd. Oder blind. Oder beides. Stockholm? Okay. Akzeptiere ich. Okay, dann können wir eben direkt runter. Richtung Stockholm Zentrum. E20, wenn ich richtig gesehen habe. Das ist ein Augenwinkel. E20 Uhr nach Stockholm und die E20 geht nach Stockholm und Örebro und die E6 nach Oslo. Das heißt, wir fahren auf der E20 Richtung Stockholm, beziehungsweise eher Richtung Örebro. Weil Stockholm ist ja. Obwohl, nee, wir fahren ja. Obwohl, wir fahren beides. Wir fahren Richtung. Eher Richtung Stockholm, glaube ich, und fahren halt vorher dann bei. Oder was? Halten an und liefern dann die Babynahrung ab. Aus. Und auch ab. Sowohl als auch. Natürlich, was auch sonst. Und wieder ein Theater. Ich frag mal, ob es immer Volvos sind. Die Tandems. Wahrscheinlich haben wir gerade wieder ein älteres Modell vor uns. Man kann schon mal weit mal aussehen, dass die Sonne gleich aufgeht. Wie zu erwarten. Und das kann ich jetzt auch nicht. Es ist ja mal einen schönen schwedischen Sonnenaufgang vor uns. Fahren wir auf jeder Sonne entgegen. Ich schalte den Schalter jetzt mal nicht aus. Lass ihn auf 73. Und hüppel mich so auf die 83 Kilometer pro Stunde ein. Damit ich dann gleich automatisch runtergekommen werde von Vitale auf 73. Was wahrscheinlich auch gleich passieren wird.
was passiert werden muss oder sowas in der Richtung. Und wir sind ja sogar schon fast in oder was? Das ging aber schnell. Schneller als gedacht. Göten, dass da oder was kommt. Also doch gut, dass man so ein paar Dörfer ineinander gebracht hat. Aber gute Arbeit bin ich ja gewohnt von MSRV Alex. Das Einzige, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, dass hier wirklich die BDS mit Tandem Trident umherfahren. Aber man kann nicht alles haben und das kommt bestimmt auch. Irgendwann kommt das auch rein. Dass er nicht vergessen ist. Und nächstes Mal wird wieder rot sein, so wie immer. Könnte ja mal auf der Hauptstraße eine Grünphase einrichten. Wäre bestimmt sinnvoll. Produktiv? Ja, produktiv bestimmt auch. Vielleicht hat das sogar Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber auf alle Fälle auf die Umwelt. Also minimal, aber. Positive Auswirkungen auf alle Fälle. Wen haben wir denn da? Die Sonne ist wieder da. Oh. Nicht damit rechnen, hier abzubiegen zu müssen. Das sind aber schon wieder Crops hinter uns, oder? Können doch nur Crops hinter uns sein. Was sollte sich denn sonst hinter uns trauen? Habe ich ja gesagt. Zu erwarten. Dadurch wollte ich doch nicht so viel genutzt, wie ich dachte. Ne, Moment. Oh. Moment. Okay. Unerwartet als
Rechtsabbieger so gesehen permanent hier an der T-Kreuzung eine Woche zu haben. Ich fahre jetzt auch diesmal ein bisschen durch, oder was durch. Sehen ein bisschen mehr davon. Oh, oh. Schön. Natürlich müssen wir da auch wieder. Tim, ich guck kurz rein. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Ich wollte schon gerade sagen, es wäre doch schon ein bisschen übertrieben gewesen. Nicht unmöglich, aber langwierig. Wir jetzt, Moment, ADR haben wir schon aufgerüstet. Das heißt, wir können jetzt auf Fernfahrten wieder gehen. Das heißt, wir können bis zu 550 Kilometer weit fahren.